Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ich bin Selina. Hätte ich fast vergessen zu sagen, aber dieses Video kommt nur durch euch da draußen zustande. Und zwar durch alle, die mir auf Instagram folgen. Wer mir noch nicht folgt, ihr habt hier jetzt einmal die Möglichkeit. Und zwar hatte ich eine Umfrage gemacht, wie mein Sim aussehen soll. Weil wir starten jetzt mit der Instagram Picks My Sim Challenge. Ihr draußen entscheidet, wie es der Sim aussieht. Und ich muss natürlich irgendwie so versuchen, das Beste draus zu machen. Okay, dieser Sim hier sieht schon sehr sportlich aus. Aber ich finde es einen coolen Look. Number one ist die liebe Figur. Und wir entfernen einfach mal alle Kleider, damit ich sehe, was die gute hat. Und wow, sieht so ein schön Sixpack. Aber ihr wolltet Curvy. Ihr hattet ja die Wahl zwischen Curvy und Skinny. Curvy hat gewonnen. Mit Curvy verbinde ich jetzt nicht unbedingt dick. Nein, Curvy ist nicht dick. Aber Curvy ist einfach, man zeigt, was man hat. Ja, also normal. Ich finde Curvy normal und wunderschön. Ich muss wahrscheinlich alle paar Sekunden erwähnen, dass die Challenge hier natürlich sehr oberflächlich gehalten ist. Bla bla bla, ihr wisst ja Bescheid. Aber egal. So, ist das schon zu viel? Nee, ne? Die Muskeln, die Schultern, die können noch ein bisschen... So, vielleicht noch... Ist das zu viel Purpose? Egal, wir lassen es mal so. Ich finde es hübsch. Gut, nächstes, Hautfarbe. Ich dachte, hell, dunkel, dann habt ihr ja zwei Auswahlmöglichkeiten, wo ich relativ viel Spielraum habe. Deswegen habe ich für euch ausgewählt, einmal sehr hell oder sehr dunkel. Also beide Extremen. Und ihr wolltet sehr dunkel. Das ist ganz knapp ausgegangen. Aber, sagen wir mal das Dunkelste. Boah, war das auch schon. Das ist geil. Wir nehmen das. Oh, das ist so cool. Okay, das ist schon sehr dunkel. Ich habe noch nie so einen Sim erstellt, muss ich sagen. Aber das ist ja auch eine Challenge, ne? Dann das dritte, was ich euch gestellt habe, war Augenfarbe. Natürlich oder außergewöhnlich. Ihr wolltet natürlich, damit habe ich auch eigentlich schon gerechnet. Alle markanten Stellen an ihrem Gesicht, das mache ich jetzt nicht nochmal extra, das lasse ich einfach so, weil ich finde ihr Gesicht auch eigentlich relativ schön. Also Augen bleiben jetzt auch so und eine natürliche Farbe. Sollen wir dann mal so ein Eisblau geben oder grün? Grün wäre auch schön. Ist grün? Ja, grün ist doch natürlich. Na, also blau, braun, grün. Rot wäre nicht natürlich. Okay, danke Selina. Oh, das ist aber... Oh, das sieht cool aus. Ich mag es ja total, so gebräunte Haut. Das hat sehr gut gebräunt. Und dann grüne Augen. Ich liebe grüne Augen. Aber ich glaube, wir nehmen das hier. Dieses braun-grün. Oder? Ja, wir nehmen das braun-grün. Oh, ich möchte hier natürlich auch mal alles entfernen, damit ich von nichts beeinflusst werde. So. Haarfarbe wolltet ihr ebenfalls natürlich. Fand ich ein bisschen langweilig. Ich dachte, ich wollte eigentlich mal so was richtig Cooles machen und ihr zieht mir einen Strich durch die Rechnung, aber ich mache es natürlich so, wie ihr das wolltet. Ganz am Ende habe ich nämlich fast vergessen zu fragen, ist die Haarlänge kurz oder lang? Und ihr wolltet kurz. Lang. Ihr wolltet lang. Entschuldigung. Natürlich wolltet ihr lang. Deswegen machen wir natürlich jetzt auch eine lange Frisur mit... Boah, geil. Mit langen Haaren. Mit natürlicher Farbe. Wenn man redet und gleichzeitig Frisuren aussucht, Leute. Das geht nicht gut. Was machen wir überhaupt für eine Haarfarbe? Sollen wir... Boah, blond. Geil. Das steht ihr so ungemein gut. Ich bin richtig neidisch. Wir machen blond. Das ist schon geil. Das ist zwar in Kategorie lang, aber... Es ist halt wieder eine Hochsteckfrisur. Wir machen schon richtig lange Haare. Okay, wir nehmen jetzt das von Sulani. Weil diese Frisur ist super schön. Und das passt ganz gut zu ihr. Ich bin mir nur mit der Haarfarbe immer noch nicht so sicher. Nee, das ist ja nicht natürlich. Oh, rot. Das gibt es ja eigentlich auch als natürliche Haarfarbe.
Das könnten wir mal in Erwägung ziehen. Ich finde, das steht ihr auch ziemlich gut. Aber okay, wir gehen mal in die nächste Kategorie: Augenbrauen. Natürlich wolltet ihr buschige Augenbrauen. Oh, ich liebe buschige Augenbrauen. Aber die finde ich sehr schön. Das sieht gut aus. Vielleicht irgendwie noch die Form ein bisschen anders. Und ich brauche Wimpern. Ich brauche Wimpern. Das geht so nicht weiter. Ja, es macht schon viel mehr her. Irgendwelche krassen. Oh, die sind gut. Das sind super schöne Wimpern. Dann nehmen wir die. Nächste Kategorie: Lippen. Und ihr wolltet pralle Lippen. Ich liebe es. Oh mein Gott. Aber es ist prall, ne? Wow, aber irgendwie, also das darstellt ihr gar nicht. Aber das hier mit diesem Licht da oben. Wow. Oh, das steht ihr. Das. Es sieht schon echt wunderschön aus. Das letzte betrifft natürlich den gesamten Look des Sims. Da habe ich euch zur Auswahl gegeben, ob süß oder sexy. Ihr wolltet sexy. Und das finde ich super cool, weil da können wir das Make-up nämlich dementsprechend auch anpassen. So, wir machen es natürlich sexy und nicht billig. Hier irgendwie sexy finde ich das jetzt auch nicht. Vielleicht machen wir mal kurze Hosen, dass wir da irgendwas finden, was dazu passt. Aber ich glaube, das liegt nicht an der Hose, sondern vielleicht einfach am Oberteil. Ich versuch's mal mit der Hose. Da gibt's auch jetzt bestimmt ein schönes Oberteil drauf. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel Haut. Ich kann euch nicht sagen, wieso mir dieser Stil gerade so schwer fällt. Nope, das ist nicht so der Stil. Hier sind auch ein bisschen flach. Vielleicht werden es auch die hier. Das ist halt sehr hell angezogen. Ach, ist das nicht wieder? Ach, ich bin mir einfach nicht sicher. Vielleicht passt die Hose doch nicht dazu. Ich habe mich jetzt noch einmal umentschieden. Es wird nämlich diese Hose hier. Oh, das gefällt mir jetzt auch schon ganz gut. Brauchen wir eigentlich Armbänder? Ja, cool wäre es schon, ne? Aber das hier ist nicht gerade sexy. Gibt es sexy Armbänder? Es gibt nur so hochwertige Armbänder. Ich nehme mir einfach sowas, genau. Das ist ja auch super. Vor allem, sie kann das einfach so gut tragen. Oh, das passt super zur Hose. Wir nehmen das. Sie kann so helle Klamotten so super gut tragen, weil sie so ein dunkler Typ ist. Ich finde, das sieht wunderschön aus. So, Strumpfhose braucht sie aber, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, finde ich jetzt ein bisschen. Ne, das ist ein Ticken zu viel. Danke, aber no. Und Make-up brauchen wir jetzt natürlich noch. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Hautfarbe zustande kommt, wobei das. Oh, wie hübsch. Müssen wir natürlich dann aber auch alles immer ein bisschen heller schminken. Wie gut die Farben bei ihr rüberkommen. Leute, ich glaube, ich bin eine andere Hautfarbe, wenn ich das so sehe. Wie schön. Oh, das sieht ja mal. Nee, von weitem sieht es nicht gut aus. Ich nehme es wieder zurück. Wie eine Meerjungfrau. Wow. Ich glaube, es wird das. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das sieht einfach geil aus. Also, wenn ihr eine dunkle Hautfarbe habt da draußen, dann Respekt. Ich glaube, ihr könnt einfach alles tragen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Soll ich es blau machen wegen der Jeans? Nee, ne, irgendwie sieht das blöd aus. Ja. Wir machen es so. Das ist nur der Innenwinkel ein wenig. Sieht doch hübsch aus. Sind jetzt natürlich auch noch einen schönen Eyeliner. Ja, der ist schön dezent. Der gefällt mir gut. Wangen. Machen wir den. Wow. Und jetzt natürlich noch geile Lippen.
Hey, irgendwie steht dir sogar sowas mega gut. Oha. Okay, grün würde ich jetzt nicht unbedingt tragen, aber geil. Ich bin gerade so geflasht, wie sie einfach alles tragen kann. Aber das gefällt mir nicht. Da muss sie doch hier sowas Helles drauf haben. Ich habe hier wirklich gedacht, das mit den Lippen wird ja. Oh! Wow, wie schön! Ich hab's gefunden. Ich habe das Perfekte. Oh mein Gott, ist sie wunderschön. Wie cool. Okay, sie schaut gerade ein bisschen verschlafen. Aber sie gefällt mir so gut. Leute, wenn sie euch auch gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn sie euch nicht gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, das war's dann auch mal wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.